Hallo, da stehe ich also wieder mal an einem Sonntag, wenn ich meinen Zeitplan nicht umgeschmissen habe und esse und trinke nicht, sondern zeige wichtige, spannende, tolle, wichtige, jedenfalls Importspiele. Der Import Report, Episode Nummer 6 wird es sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich wundere mich gerade. Doch, 6. Passt. Ja, wollen wir. Ihr kennt es ja, alle Spiele sind Englisch, alle sind aus Japan oder Asien, aber auf Englisch spielbar. Überwiegend gibt es das bei uns, soweit ich es weiß, sage ich es dazu. Und ja, diesmal habe ich die Sachen, die ich so im zweiten, dritten Quartal ungefähr 2020 gekauft habe. Fangen wir also an. Los geht's mit dem hier. Das ist, man könnte es erahnen, es steht auch winzig klein auf Englisch drauf, eine Visual Novel, The Fox Awaits Me. Da geht es um ein Fuchsmädchen. Man sieht hier Fuchs. Ohren sieht man weniger, interessanterweise. Ja, Visual Novel ist von den gleichen Leuten, wenn ich mich ganz täusche, wo auch My Girlfriend is a Mermaid ist. Die hier habe ich nicht ganz durchgelesen. Ich habe reingelesen, sie war sehr interessant und habe mir gedacht, dann müsste ich weiterlesen. Gibt es, meine ich, bei uns zum Download, wie so vieles. Und ist auch vor nicht allzu langer Zeit, kurioserweise, auch endlich jetzt dann auf der PlayStation gelandet. Aber ich natürlich, Visual Novels passen irgendwie doch am besten auf die Switch. Man kann sie dann so auch lesen. Gibt Ausnahmen, die hier gehört aber nicht dazu. Ich habe hier übrigens eine Flicke am Daumen, deswegen werdet ihr dann feststellen, wie viele Videos ich am Stück aufgenommen habe, die erst irgendwann veröffentlicht werden. Egal. Jedenfalls, der hier ist nicht schlecht. Kann man machen. Nächstes Spiel. Auch für Switch, wie so viele diesmal. Hier, wieder eine Visual Novel, wieder eine von Prototype und wieder auf Englisch, natürlich. Auch die gibt es bei uns zu kaufen als Download. Das ist Little Busters Converted Edition. Der Knackpunkt ist, das ist nämlich eine Umsetzung von irgendeiner PC-Version, die halt 4 zu 3 Bildschirm hatte, auf 16 zu 9. Wo oben, also überwiegend oben und weggeschnippelt. Es ist wohl nicht besonders brillant angepasst, das Bild. Habe ich mal hier und da Kritiken gelesen gehabt. Aber was soll's. Die habe ich ein Stück weit reingelesen, die war gut. Ich glaube, halt, das weiß ich gar nicht mal. Ist das eine All-Ages-Fassung oder ist das Spiel einfach harmlos? Wahrscheinlich ist es eine All-Ages-Fassung. Ich kann es echt nicht sagen. Oh, ist von Key. Hört mir gerade auf. Sehr gut. Ja, aber es ist ein C, Zero B, also es ist harmlos. Ja, es ist mehr so, also kein Otome, so mehr so klamaukig war es ein bisschen. Ich fand es interessant, ich muss es mal irgendwann weiterlesen, wie so viele andere Visual Novels. Okay. Nächstes Spiel. Oh, völlig überraschend. Wieder Switch, wieder Visual Novel. Gibt es auch bei uns. Knackpunkt bei den Dingern ist, das sind zwei Spiele. Es sind die Yume Utsutsu und zwar, das Remaster und ach du Scheiße, wie heißt es an der Reafter? Ich bin mir jetzt sicher, ob das eine Fandisk war oder ein Spin-off oder ein Prolog. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Die sind scheiß teuer bei uns. Die kosten nämlich einzeln jeweils um die 50 oder noch mehr Euro. Das Modul insgesamt ist billiger. Das war eins, wo ich ein bisschen Risiko gespielt habe, weil nicht ganz klar war, ist es jetzt Englisch? Das gab es nämlich, den ersten Teil gab es in Japan schon, wie das hier rauskam. Aber zum Glück haben sie dann die Komplettfassung auf Modul mit englischen Texten wirklich gemacht. Ja, das ist eine Yuri-Novel, also ein bisschen mehr so Mädel und Mädel. Yep, aber ich habe nur leider nur ganz kurz reingeguckt und bin kann jetzt nicht allzu viel zu sagen. Also es ist ein bisschen, wie man auch am Cover sich erkennen kann, nicht so mehr so, wie soll ich sagen? Mehr so feiner, skizzenhafter Zeichenstil und weniger so krawallig wie zum Beispiel eben Little Busters und Co. Und ist, glaube ich, durchaus interessant. Muss ich halt irgendwann mal weiterlesen. Kogado, habe ich da nicht letztens doch was gekauft von hier? Egal. Jedenfalls, jo, ihr habt was. Nächstes Spiel, völlig überraschend. Nochmal Switch. Und nochmal eine Visual Novel. Das hier ist, glaube ich, eine Otome. Das ist Tomoyo After. It's a Wonderful Life. CS Edition. Das ist Tatsache eine kleine, die Fortsetzung irgendwie oder ein Spin-off-Ableger von Clannad. Mit Clannad-Charakteren drin. Was super ist, deswegen ist es noch, das kann man erkennen hier, oder? Es ist noch verschweißt. Weil ich nämlich Clannad noch nicht gelesen habe ganz und deswegen fand ich es doof, damit jetzt anzufangen. Ich weiß aber, dass da irgendwie
man sieht es hier auch am Bild, irgendwie ein Spiel im Spiel drin ist, mit Rundentaktik irgendwie, so ein bisschen Utuwarerum Mono-mäßig, das war's. Aber das ist Realgeschichte mit, ich glaube, da geht es irgendwie um Spieleentwicklung auch irgendwie, und das ist das Spiel von denen, wo man dann spielt. Kann ich jetzt spontan nicht ganz genau sagen, aber ja, gibt es auch bei uns natürlich, wie üblich, auch das von Prototype gibt es brutal viele Visual Novels, hört man halt auf. Und ja, ist wohl ziemlich gut. Ist ein bisschen problematisch für mich. Kulleraugen, dieses Ultra-Kulleraugen-Look, den mag ich nicht so sehr. Der ist mir ein bisschen bei der ganzen Planet-Serie irgendwie zu Kulleraugig groß, aber mein Gott, muss man halt durch. Die haben ja einen guten Ruf, deswegen nimmt man das hin. Und fünftes und letztes Spiel für diese Episode, die ein bisschen kürzer geworden ist, wie ihr seht, wie die letzten paar davor, weil bei manchen Mal kann ich halt nicht allzu viel dazu erzählen, mangels schon gespielt oder weil sich es halt lohnt. Visual Novel, Visual Novel, Visual Novel. Macht aber auch nichts, muss ja nicht jede 10 Minuten lang sein. Aber das letzte und fünfte Spiel ist keine Visual Novel, hey, sondern ein Schweinkram, wenn man so will. Moero Crystal Age. Ja, das ist der Nachfolger von Moe Chronicle, wo wir vor ein paar Monaten mal hatten. Neu rausgebracht auf, endlich, ist erstmals Englisch, neu rausgebracht auf der Switch von East Asia Soft, lizenziert und damit veröffentlicht. Ist also ein East Asia Soft Spiel, steht hier auch dran, Nummer 13, glaube ich. Ja, ist auch ein Dungeon Crawler, ist letzten Endes relativ das gleiche Spiel, würde ich sagen, mit viel Story halt. Da ist aber der Otto dabei, auch wenn man hier wieder nicht sieht, sag er mal. Auch da und auch das wieder, ich habe auch zugegeben, das ist noch verschweißt, muss ich zugeben, weil ich auch digital habe. Aber so Sachen stelle ich mir halt gerne ins Regal. Also ich kaufe manche Sachen verpackt, auch nur einfach, weil ich es toll finde, sie zu besitzen. So. Aber habe das sehr reduziert, aber so gerade auf Switch und gerade sowas, jo, war schon. Bin gerade überlegen, wo ich es her habe. Ich glaube, das musste ich nicht aus Asien holen, oder? Bin mir sogar ziemlich sicher, weil da würde ich mich dran erinnern, glaube ich. Muss wohl NetGames gewesen sein. Jedenfalls, ja, ist so. Ist ganz nett. Ist halt, ja. Stimmt, es hat kein Altersfreigabe drauf, weil es von East Asia aus Hongkong ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei uns hat es eine 16. Also es ist jetzt nicht dramatisch schmuddelig, wenn man so will. Es ist auf jeden Fall schwer und fies und rogig ein Stück weit. Also es ist auch wieder nichts für Leute, die wirklich nur schauen und nicht spielen wollen. Da ist es ein bisschen, ja, schwierig. Naja, wie auch immer. Wie ihr gesehen habt, diesmal waren es nur fünf. Also fünf, aber nur für Switch. Kommt noch zwei, dreimal später auch vor. Also primär importiere ich tatsächlich aus Asien für die Switch, was jetzt sicher auch nicht so der ganz große Überraschungsfaktor ist. Und ja, gut, damit haben wir sie wieder gehabt. Ihr habt es gesehen, wie gesagt, gibt es alle bei uns auch zum Download und sonst wie und bla bla. Ob man die Dinge alle Retail noch so kriegt, habe ich nicht gecheckt. Müsst ihr halt selber schauen. Amazon Japan, guter Tipp, oder zur Not PlayAsia, und bei NetGames kann auch noch ab und zu was bei ihnen rumliegen von diesen Sachen. Die haben auch relativ gute Auswahl, da kann man gar nichts sagen. Ja, jedenfalls war es für diese Folge und damit sage ich, jo, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video oder irgendwas. Tschüss.